Willkommen Leute zu einem neuen Video und heute, liebe Freunde, gibt es mal wieder einen Lebenszyklus und mit dabei haben wir Eddie Emerald. Syntastisches oder Editastisches Hallihallöchen, ne? Genau, Eddie Emerald ist heute auch mit am Start. Ja Leute, das wird der Lebenszyklus von einer Katze. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Oder von einem Ozelot oder von einem Tiger, wie man es nennen möchte. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Falls ja, lasst jetzt schon mal ein Like da, abonnieren nicht vergessen und viel Spaß beim Video. Ja, ich bin Eddie der Emerald und ihr kennt mich vielleicht schon so den ein oder anderen Lebenszyklus und mittlerweile habe ich mein eigenes Häuschen gebaut und bin jetzt auch ein kleiner Abenteurer geworden und ich gehe auch mal heute raus und guck, was der Tag so mit sich bringt. So, jetzt sind wir mal am Ufer hier angekommen und ich habe schon direkt die ersten Kürbisse gesehen und wie ihr alle Leute wisst, sind ja Kürbisse seltener als Diamantos und deswegen nehmen wir die auch direkt mal mit. Oh, geilo! So, was haben wir denn hier noch? Ein paar Pilze und höre ich da hinten auch ein kleines Schweinchen? Ja, da unten! Ich hätte auch gern so ein Haustier, so ein Schwein halt. Ein Haustier wäre halt richtig cool. Und hier ein Hase. Aber leider habe ich kein Haustier. Vielleicht bekommen wir heute mal eins. Oh, und... Oh! Ist es da hinten nicht ein... Ozelot, eine Katze? Oh nein, nein! Vergib mich schnell. Weg. Er darf mich nicht sehen. Oh, wo bist du, denn, Katze? Wo bist du denn, du Kleines, du? Wo bist du? Ich sehe dich. Oh Mann, jetzt habe ich die Katze verloren. Ich habe nie Glück. Wo ist der? War es ein Emerald? Die Emerald war es, glaube ich. Katze, wo bist du? Ich habe nie Glück. Ich habe nie Glück. In die Höhle. Da hinten! Oh was? Oh nein, heilige Magie. Oh, komm her! Nein, ich kann nicht weiter. Komm her! Oh, vielleicht habe ich ihn jetzt veräppelt. Ja, da ist er! Oh, perfekt. Er hat mich nicht gesehen. Oh nein. Verstecken. Oh, das war sehr knapp. Nein, hallo. Guck mal hier, Fisch. Lecker. Guck mal, wie es sich freut, das Kleine, du. Ja, lecker. Oh, wie heißt du denn? Ich bin Kitty. Kitty, die Katze? Ja, Kitty. Ich bin Eddie. Eddie der Emerald. Eddie der Emerald? Eddie der Emerald, genau. Oh, coolio. Ja, wie geht's dir denn? Du siehst ein bisschen verletzt und hast du was... Ja, meine getan? Beine, die tun ein bisschen weh. Ja, dann isst doch mal was, mein Großer. Ich hab doch schon gegessen. Dass du groß und stark wirst. Ich hab doch schon gegessen. Komm, nimm noch was. Hast du Lust, mit mir ein bisschen den Tag zu verbringen? Also bis mein Haustier zu werden? Eigentlich nicht. Bei mir gibt's ganz, ganz viel Fisch. Okay, ich komm mit. Oh, lecker. Und ich hab auch Emerald zu verschenken. Ja, was soll ich denn mit Emeralds? Ich kann die doch nicht essen, ja. Das kannst du anderen Leuten geben, aber mir nicht. Ich glaube, Tollpatsch Werner wäre da die richtige Anlaufstelle. Ja, komm mal mit, hier. Okay. Hier hinten ist mein kleines Häuschen. Okay. Willst du denn durchs Wasser gehen oder nicht? Ja, ich habe spezielle Fähigkeiten. Guck mal hier. Boah, du kannst ja richtig springen. Oh Gott, oh, das ist ein Fischi. Ist komm, rum. Schnapp ihn dir. Wo denn? Das ist ein Hai. Nein, Hilfe! Hier, komm raus. Komm mit. Gehen zu mir nach Hause. Dann legen wir uns erstmal aufs Ohr. Heute war ein richtig anstrengender Tag, ne? Pass auf, der Hai! Ja. Hey! Du da! Lass Kitty in Ruhe! Oh. Nein, du hast den Hai umgebracht! Komm mit. Okay. So. Yeah. Hier nimm noch ein paar Fischis. Okay. Dann. Mhm. Komm. Hier erstmal ein kleines Häuschen. Siehst du es schon? Ja, klein, aber fein. Oh, guck mal. Ja, ne? Ja, fang! Käfer! Fang! Au! Mann! Oh ja! Ja, du hast ihn! Yeah! Ich bin stolz auf dich! Nein, bestimmt! Ich krieg dich! Nein, jetzt hast du ihn! Aua! Komm mit! Da noch einer! Yeah! Oh, ich will ihn. Meiner. Yeah. Meiner. Oh, hier noch einer. Aua, du tust mir weh. Komm jetzt mit.
Okay, 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 ich komm mit, ich komm mit, ich komm mit. Du kannst dich auf mein Bettchen legen, hast du da ein Plätzchen? Okay. Kannst du dann schön schlafen hier? Mach ich. So, leg dich mal hin, ich komm nachher wieder, gell? Du siehst nämlich ein bisschen müde und erschöpft aus. Ja. Wow. So, Kitty! Kitty, ich bin wieder da! Hallo! Oh, 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 was hast du mit Kitty gemacht? Hm? Ah! Hm? Was hast du mit Kitty gemacht? Nein, geh nein, weg! Nein, 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 nein! Ich bin noch friedlich, ich bin friedlich, ich bin friedlich! Mama! Da ist eine Raubkatze bei mir! Geh weg! Ich tu doch nichts! Was hast du mit Kitty gemacht? Ich will doch Kitty! Komm her, setz! Mhm. Okay. Bist du wirklich Kitty? Ja. Wirklich? Wie habe ich dich gefunden? In der Höhle. Na, Höhle, 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 ja, Höhle, ja. Höhle, Höhle. Aua! Oh, sorry. Ja, okay, du bist jetzt gewachsen, ne? Okay, wenn du willst, können wir mal ein bisschen... Okay. Mhm. Okay. Alles okay. Hey, lass mein Schwein! Das ist mein Hausschwein! Lass es! Ich möchte jetzt nicht, dass du das machst. Lass mein Hausschwein in Ruhe! Hier. Lass es, du bist so gemein! Weg, 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 weg! Warum tust du das? Warum? So, wo ist jetzt die geheime Höhle, von der dieser Doktor gesprochen hat? Er meinte, mit Hilfe eines Trankes kann ich mich verwandeln. Vielleicht kann der Fisch mir weiterhelfen. Fisch! Hallo, Fischi! Hallo, Fischi! Hilf mir, wo... Er gibt mir keine Antwort. Schweini, sag mir, wo ist diese Höhle? Hallo, Schweini! Ach, er hat schon wieder keine Ahnung. Mann, da muss ich ja selbst irgendwie gucken, bis die Höhle finde. Nur mit Hilfe von dieser Potion kann ich mich weiter verwandeln in die nächste Form. Und dann kann ich Eddie Emerald endlich, kann es ihm dann endlich heimzahlen. Er gibt immer an mit seinen Diamantos und mit seinen ganzen Emeralds. Aber morgen nicht mehr. Morgen wird er schon sehen, was er davon hat. Aber erstmal muss ich ja die Höhle finden. Wo ist diese Höhle? Hier vielleicht? Hier ist nichts. Die ist zu klein. Okay, und was haben wir? Da ist sie! Yeah, da ist sie. Okay. Das wirst du brauchen. 3 Potions sind drin. Eine Stärke, Regeneration und Schnelligkeit. Okay, dann ich nehme mal ganz kurz die Potion, werfe sie hoch. Und die erste Potion. So, dann die zweite Potion. Und die dritte Potion. Und oh, ich fühle mich ganz komisch. Ich fühle mich total komisch. Wow. Ich glaube, ich muss mich jetzt erstmal schlafen legen. Eieiei. Das ist echt anstrengend, aber okay. Ich hoffe, dass die Potion etwas bringen wird und ich hoffe, dass sie dann morgen Eddie Emerald es heimzahlen können. Wir werden es sehen, Leute. Wir werden es sehen. Ich hoffe das Beste. So, das ist dafür, weil mir der doofe Eddie Emerald nicht geglaubt hat, dass ich immer noch Kitty bin. Ich bin immer noch Kitty, auch wenn ich anders aussehe. So, wo ist er jetzt? Hier, da ist er. Eddie Emerald! Eddie Emerald! Ich verbrenne dein Dorf. Whoop! Ah! Guck mal. Mama. Yeah, jetzt brennt dein Haus richtig. Jetzt brennt es. Oma Lindy. Es brennt. Mama, ich brenne. Yeah, du brennst. Hier, ihr Schwein, reite weg. Aha. Schneller, Mama. Was soll das werden? Ah, geh weg, geh weg. Mein Häuschen. Ich bin Eddie der Emerald. Du hast doch genug Emeralds. Du hast immer mit deinen Emeralds angegeben, wie viel Geld du hast. Jetzt kannst du dir doch ein neues Haus kaufen. Mit deinen Emeralds. Hier. Yeah. Ne, du triffst nicht. Nee, 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 nee. Weg, 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 weg. Ah, ganz im Ernst. Such dir lieber ein neues Haus, denn das hier ist kaputt. So Leute, das war's mit dem Lebenszyklus von einem Tiger. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Falls ja, dann schaut auch bei Eddie Emerald vorbei, aka Sinte. Danke.
Yeah! Leute, wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr auch sehr, sehr gerne abonnieren, um Teil der Pad Army zu werden. Ihr könnt natürlich auch das Video positiv bewerten und weitere Lebenszyklen in die Kommentare schreiben. Was möchtest du für einen Lebenszyklus sehen? Es würde mich sehr interessieren, was du für einen Lebenszyklus sehen willst. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao! Tschüss!